Ja, hallo. Wir sind hier im Schockraum der Notaufnahme. Da kommt ein Patient, der ist im Schock. Und durch die Rush-Sonographie können wir herausfinden, woran das liegt. Und zwar bettzeitmäßig innerhalb von kurzer Zeit. Rush steht für Rapid Ultrasound in Schock und Hypotension. Okay, wir fangen an mit dem Herz. Und da sehen wir hier kein Perikardikus, normale Pumpfunktion des linken Ventrikels, keine Dilatation des rechten Ventrikels. Wir können kurz nochmal uns die Kontraktilität anschauen, die ist soweit in Ordnung, reicht. Dann gehen wir auf die Lunge, wir sehen das Pleuragleiten, kein Knäuel. Wir sehen keine B-Linien, keine kardiale Dekompensation. Dasselbe auf der anderen Seite. Wenn wir hier Veränderungen sehen, können wir noch mehrere Anlotungspunkte machen, aber zur groben Beurteilung reicht das. Und dann gehen wir hier an die Seite, gucken, ob wir einen Pleuraerguss haben, da schiebt sich die Lunge rüber, und schauen, ob wir hier freie Flüssigkeit zwischen Leber und Niere haben. Das ist nicht der Fall. Die Niere ist nicht gestaut. Auf der anderen Seite dasselbe. Komm her. Da ist die Milz und hier sehen wir auch ausschlussfreie Flüssigkeit. Die Gefäße können wir sogar bei dem jungen Mann auch mit dem Echoschalter verurteilen. Hier sehen wir die Aorta im weiteren Verlauf. Da sehen wir die Cava. Auch nicht kollabiert, also keine Exikose. Und dann fehlt uns nur noch der Unterbauch, wo wir den Douglas beurteilen und sehen hier die Harnblase und sehen keine freie Flüssigkeit. Fertig. Vielen Dank.